Herzlich willkommen bei den Bais. Ihr Lieben, wir waren jetzt 2 Wochen mit dem Auto an der Côte d'Azur unterwegs und haben für euch speziell eine Top-10-Liste der Städte erstellt, die wir besucht haben. Ja, die wir leider nicht alle geschafft haben zu besuchen, aber die, die wir haben, die möchten wir mit euch teilen. Genau, wir haben eine kleine persönliche Bewertung erstellt. Das ist natürlich eine individuelle Sache. Richtig, ist alles Geschmackssache, ne? Es ist nicht auf Stein gemeißelt. It's not written in stone. Auf jeden Fall möchten wir euch natürlich auch allgemeine Tipps geben, genau, für die Besuche, fürs Urlaub. Bevor wir aber jetzt mit den Platzierungen anfangen, der Top 10, haben wir allgemeine Tipps für euch. Genau. Was man alles so beachten sollte, zum Beispiel. Fang an. Also, ganz, ganz wichtig, Grundregel Nummer 1. Wenn ihr an so kleine Örtchen bleibt, wegen dem Hotel oder was auch immer in der Provence, unbedingt an eine Reservierung denken. Das ist richtig wichtig. Ansonsten kann es sein, dass ihr nichts zum Essen bekommt. Sie meint Tischreservierung. Natürlich muss man Hotels vorher reservieren. Also in so kleinen Örtchen in der Provence muss man wirklich schon vorher die Tische reservieren, weil es da meistens nur 2 oder 3 Restaurants gibt und die Kapazitäten sind begrenzt. Ich verlinke euch natürlich ein paar Videos dazu oder mache ein paar Bilder rein. Was uns passiert ist? Was uns passiert ist im Bargemont, haben wir nämlich lange nach einem Tisch gesucht und nichts gefunden. Am Ende waren es dann 4-mal Pizza to go. So, dann Moskito-Sprays, Schutz, was ihr auch findet, bitte alles einpacken. Ein Tipp meinerseits, an den ersten Tagen hatte ich immer Bodylotion dran, da hatten sie mich in Ruhe gelassen. Vielleicht wäre das ein Tipp, weiß ich nicht. Genau, ich hatte ungefähr 35 Stiche hier und 28 Stiche hier. Das ist ein Spaß, sage ich euch. Ja. Das ist echt ein Spaß. Also unbedingt an Moskitomittel denken. Großer Tipp, Leute, ganz großer Tipp. Übersetzungs-App, ob das jetzt Google ist oder ob irgendwas anderes. Übersetzungs-App, eine, die auch richtig funktioniert. Und ein wichtiger Punkt. Ja. Denkt an Mobilfunknetz, denn es gibt da viele große Löcher, ihr habt kein Internet. Deswegen wichtige Adressen vorher notieren, wichtige Wegbeschreibungen eventuell vorher schon downloaden oder Navigationssysteme benutzen, die nur auf GPS basiert sind. Ja. Das rettet euch teilweise wirklich die Hintern. Hatten wir da sonst noch was? Irgendwas, worauf die Leute achten sollen? Ja, die Straßen sind, so schön sie auch sind, sehr, sehr eng. Ja, seid darauf gefasst, dass sowohl die Parkmöglichkeiten als auch die Straßen sehr, sehr eng sind. Sehr eng und die Franzosen, die sind halt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so halt ein bisschen flinker unterwegs, ne? Vor allen Dingen, je südlicher man fährt, obwohl wer einmal in Paris war, der weiß schon, was ich meine. Und ja, sehr enge Straßen, teilweise unbefestigte Straßen, Leute. Nachts ziemlich dunkel. Also wenn ihr ein Hotel gebucht habt oder eine Unterkunft von Airbnb oder keine Ahnung, Booking.com oder was weiß ich, auf jeden Fall vorher die Wegbeschreibung sich gut geben lassen und nachfragen, ob ihr die letzten Kilometer oder 2 Kilometer, so wie das bei uns der Fall war, wirklich durch sozusagen fast Serpentinen fahren müsst. Unsere zweite. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber gut, die letzten 2 Kilometer war eine unbefestigte, enge Straße, wo gerade mal nur ein Auto reinpasst, aber es war halt mit Gegenverkehr. Ne? Und dann Kurven, die so 180 Grad. Nichts für Anfänger. Nichts für Anfänger oder nichts für gemütliche Autofahrer. Ich habe mich nicht getraut, dort zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war's zu den allgemeinen Tipps. Festes Schuhwerk. Ja. Unbedingt auch Schwimmschuhe mitnehmen. Schwimmschuhe. Ganz, ganz wichtig. Also nicht wie die üblichen Touris mit Flipflops überall Nein. unterwegs sein. Das verliert ihr wirklich. Also feste Sportschuhe oder Trekkingschuhe teilweise und Schwimmschuhe, ganz wichtig. Ja, jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für unsere Top-10-Liste der Städte. Wir fangen von 10 an und gehen runter auf Platz 1. Wie gesagt, nochmal, das ist nur unsere persönliche Eindruck, unsere Meinung. Aber trotzdem wollen wir euch eine Stütze dafür geben. Nummer 10. Monaco. Da, wo die Schönen und Reichen leben. Da, wo die Schönen und Reichen leben, richtig. Wo es schöne Autos zu sehen gibt, schöne Yachten, viele, viele Hochhäuser. Also Monaco gefällt uns persönlich nicht, weil... Also was heißt, gefällt uns nicht, aber neben den ganzen schöneren Städten finde ich jetzt top Monaco nicht ein Wow. Ich finde... Wie soll ich sagen? Es ist eher das Sehen und Gesehen werden, dieses ganze Schickimicki, prunkvolle und. Also man fühlt sich nicht so wohl dort. Richtig. Es ist schön, man kann es sehen, aber ich würde jetzt nicht sehr viel Zeit, einen Tag, ein paar Stunden. Richtig. Reicht. Weiter. Sehen und weiter. So, Platz 9. Was haben wir da? Kann. Kann. Also, im Prinzip
die gleiche Richtung wie Monaco. Das ist dann wieder etwas mehr Prunk und die ganzen Hotels, liegt aber direkt am Strand. Genau. Nicht? Eine meilenlange genau. Strandpromenade. Promenade. Also, das ja hat Cannes, aber auch da ist es ist wirklich zu teuer, zu viel Prunk und ja. Es lebt, glaube ich, mehr vom Ruhm genau. von den alten Zeiten. Also wenn man nicht unbedingt... Ja, ja, genau. Ne? Es lebt halt vom Image. Und man merkt das auch an Touristen. Also es ist sehr überlaufen, sehr voll. Und nochmal muss ich da nicht hin, ganz ehrlich. Jo. Ich würde sagen, Platz 8. Saint-Tropez. Ja gut, Saint-Tropez ist nochmal eine Ecke kleiner, schöner. Eine kleine Bucht mit eigenem Hafen. Es ist schön anzusehen, nicht? Ja, natürlich hat es auch die goldenen Zeiten hinter sich, würde ich sagen. Ja. Wir haben dort jetzt auch nicht übernachtet oder so. Wir haben da halt Kurztrips gemacht. Genau. Es ist schön, aber jetzt nicht. Aber der Strand, Pampelon. Da waren wir nicht. Aber das soll wohl sehr, sehr schön sein. Und Sandstrand. Mit Sicherheit werden wir das nächste Mal auch mal besuchen, wenn wir da in der Nähe wären. Genau. So, dann Platz 7. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, also beziehungsweise wie die Franzosen es sagen, Aix in der Provence. Es ist eigentlich wirklich eine sehr aufgeräumte, saubere, schöne Stadt. Ja. Besonderheit ist in Aix? Studenten. Es ist eine Studentenstadt. 40% der Einwohner sind tatsächlich Studenten dort. Ja. Aber komischerweise, trotz dessen, ist es eine der teuersten Städte in ganz Frankreich. Paradox, oder? Aber die Lebensqualität. Genau, die Qualität soll dort sehr, sehr hoch sein. Laut einer Umfrage unter den Franzosen hat es sich herausgestellt, dass Aix-en-Provence zwar die teuerste, eine der teuersten Städte in Frankreich ist, aber auch mit der größten Lebensqualität. Was Kultureinrichtungen mit Sicherheit oder Gastronomie. Die haben wunderschöne Brunnen. Ich mache euch mal hier oder hier oder hier ein paar Bilder rein zwischendurch immer wieder. Und wunderschöne Brunnen. So, was noch? Dann weiter. Platz 6. Port Cremaux. Unserer Herzensgewinner. Ja. Schon immer. Zum zweiten Mal dieses Jahr. Port Cremaux ist wunderschön. Gehört, glaube ich, zu Saint-Tropez. Ja. Und ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp unter denen, die noch nie was davon gehört haben. Das sind nur 15 bis 20 Minuten Autofahrt von Saint-Tropez entfernt. Etwas östlicher. Hat einen wunderschönen Sandstrand, hat eigentlich zwei Sandstrände. Ja, Port Cremaux wurde in den 60ern erstellt von einem 66, Architekten. Genau. François Sporé, glaube ich. Ich schreibe es mal unten ran. Und ja, vielen Dank nochmal an diese Stelle an ihn. Genau. Es ist eine Lagunenstadt und man nennt es auch Venedig der Provence. Übrigens waren wir auch in Venedig der Alpen, aber das ist was anderes. Das ist Annecy gewesen. Ach, wunderschön. Ich verlinke euch das Video mal unten drunter. Also sehr, sehr sehenswert, wirklich. Da würde ich auch jederzeit wieder hinfahren. Ja, Port Cremaux ist traumhaft. Wo wir aber nicht waren, ist Cremaux. Das ist wohl 13, 14 Minuten entfernt von Port Cremaux. Etwas ländlicher, genau, rein. Das ist dann halt auch also ältere Stadt. Genau. Und dort gibt es wohl eine Brücke, Pont des Fées, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Bild. Da bin ich sehr, sehr traurig, dass wir das nicht gesehen haben. Ja. Aber für die, die es noch vor sich haben, festes Schuhwerk anziehen und unbedingt die wunderschöne Brücke besuchen. Und in Port Cremaux selber, Leute, das ist wirklich wie in Venedig. Da gibt es schöne Brücken, da könnt ihr Elektroboote, bunte Häuser, pastellfarbene, so mediterran und so wunderschön. Ja. In der Hochsaison natürlich überlaufen, ist normal. Es ist Ferienzeit und was ich sagen wollte ist, die Preise sind okay, also jetzt nicht sehr günstig, aber auch nicht so extrem überteuert, wie in Monaco oder so. Aber sehenswert, unbedingt. Da könnt ihr Boote mieten, Tretboote, Paddel, also Fahrräder eventuell, schöner unbedingt Sandstrand, flaches Wasser, sauberes Wasser, sehr schön. In der Nähe gibt es noch Saint-Maxime, das haben wir jetzt nicht auf der Liste. Richtig. Ist aber auch Sandstrände, überall so. Wunderschön. Weit das Auge reicht. Saint-Maxime ist dann eine etwas größere Städtchen, ne? Aber ich sag mal so, Saint-Tropez, Port Cremaux, Saint-Maxime. Ja. Wunderschön, die ganze Strecke. Was haben wir dann noch? Platz 5. Ah, jetzt kommt was Besonderes. Was kommt? Saint-Paul-de-Vence, ihr Lieben. Ein Dörfchen auf einem Hügel gelegen in der Nähe von Nizza. Wunderschön, ein Traum. Es ist wie ein Ausschnitt aus einem Film. Märchenhaft einfach.
Richtig. Wie sie schon sagte, Filmkulisse, überall Filmkulisse. Du denkst wirklich, du bist in den 30ern, 40ern, 50ern gelandet oder 60ern. Ja. Und wenn du dir die ganzen Touristen mal wegdenkst, das muss so schön sein da, wenn man mal abends da mal flanieren kann und einfach nur die Luft einatmen, die Gebäude anfassen. Das ist so schön. Es gibt da so schöne Galerien, Kunstgalerien. Ja. Dann gibt es da kleine Boutiquen. Ich mein, etwas hochpreisig natürlich. Nicht umsonst waren jahrelang immer die Künstler dort gewesen. Da gibt es im Moment immer noch ein Hotel, das Colombe d'Or, ja, wo seinerzeit alle Maler, Picasso, Chagall und später auch die ganzen Promis, die waren immer dort, nicht Promi-Gäste, sondern fast wie zu Hause. Stammgäste, genau. Und damals waren die meisten berühmten Maler ja immer pleite, so wie man es kennt. Genau. Die haben mit Bildern bezahlt. Die haben dann mit Kunstwerken bezahlt. Also das muss doch der Wahnsinn sein. Heute ist Colombe d'Or Hotel und Restaurant. Immer noch Restaurant. Man kann immer noch in das Restaurant rein. Natürlich muss man dann Tage vorher reservieren. Ja, also Saint-Paul-de-Vence, da haben wir übrigens unsere Drohne versenkt. Ja. Anderes Thema. Was mir gerade eingefallen ist, wenn ihr schon mal in Es wart, Es ist halt so zu vergleichen wie Saint-Paul-de-Vence. Ja, genau, vergleichbar. Ein bisschen größer, würde ich sagen. Aber Saint-Paul-de-Vence ist schöner. Ja, ist schöner. Schöner. Ja. Es gibt eine Tiefgarage direkt in der Nähe mit genügend Parkplätzen. Also wenn man vormittags dahin fährt, dann findet man definitiv einen sauberen Parkplatz. Ja. So viel dazu. Jetzt Platz 4. Oh. Die Verdon-Schlucht. Verdonsee, Verdon-Schlucht. Also unsere ganze Reise hat darauf abgezielt, Rafting in der Verdon-Schlucht zu machen, was wir leider nicht machen konnten, aufgrund, dass es zu wenig geregnet hat. Genau, und in der Schlucht war zu wenig Wasser, so dass es fürs Rafting nicht gereicht hat. Aber trotzdem haben wir uns nicht davon abhalten lassen. Wir waren da mit unserem Mustang Mach-E und Parkplätze gibt es genügend. Es gibt genug Strände zum Schwimmen. Was wichtig ist, ihr Lieben, man kann da Boote mieten, man kann da Tretboote mieten für eine Stunde 40 Euro, zwei Stunden 70 Euro. Eine Stunde reicht vollkommen aus, um die Schlucht zu erkunden. Und da gibt es eine Pont Galetas. Das ist ganz wichtig. Ich markiere euch das mal. Fahrt dort in die Nähe, parkt dort irgendwo in der Nähe von dieser Brücke. Denn diese Brücke ist sozusagen der Anfang der Schlucht und die Verbindung zum See. Beides sind unterschiedlich, aber die Wasserfarbe ist so schön, oder? Es ist einfach atemberaubend. Also die Schlucht, das muss man sich einfach einwirken lassen. 700 Meter tief, 21 Kilometer lang geht die Schlucht übrigens. Einfach und nur, muss man gesehen muss haben. Muss man definitiv wirklich sehen, Leute. Das sind ungefähr anderthalb Stunden von Nizza entfernt. Ja. Also was ich aber sehr, sehr schade fand, was wir eigentlich vorhatten, es aber zeitlich nicht geschafft haben, war, wir wollten unbedingt, in der Nähe gibt es eine absolute Sehenswürdigkeit, Moustier Sainte-Marie heißt das Dorf und das ist wunderschön. Laut das Bildern? Wir haben da schon diesen Tipp von mehreren Leuten gehört und auch laut Bildern. Das kann man mit dem Verdon-Ausflug verbinden. Genau. Aber wenn ihr mit Sicherheit, wer mag keine Lavendelfelder, wenn man zur Lavendelzeit dahin geht, das ist so bis Mitte Juli, soll das ein wunderschöner, atemberaubender Anblick sein. Moustier Sainte-Marie umgeben mit Lavendelfeldern. Wir waren leider Mitte August dort und da war schon zu spät. Und jetzt Platz 3. An der Côte d'Azur von Marseille bis Cassis, die Calanque, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind diese schönen Felsen und dann die traumhaften Buchten mit glasklarem, kristallklarem Wasser. Ja. Wow. Also die Calanque, es ist ja ein Nationalpark in Frankreich und man muss bedenken, die sind 120 Millionen Jahre alt, das ist der Wahnsinn. Und der einzige Nationalpark übrigens in Europa, der Land, Stadt und Seegebiet mit einschließt. Sehr, sehr, sehr traumhaft schön, Leute. Man gelangt leider nicht mit dem Auto überall hin, so dass ihr auch eine Bootsfahrt dorthin machen könnt oder aber auch bestimmte Calanque kann man auch mit dem Auto. Wie zum Beispiel Calanque der Figuerelle. Figuerelle. Da waren wir auch mit dem Auto, Parkplatz suchten,
dauert eine Stunde, ja, damit müsst ihr schon rechnen. Stellt euch drauf ein. Schwimmschuhe mitnehmen, festes Schuhwerk mitnehmen. Und es ist kalt dort. Aber es lohnt sich, dieser Anblick ist traumhaft schön. War natürlich wieder voll zur Ferienzeit, aber trotzdem. Aber keiner ist ins Wasser gegangen, weil es so kalt war. Ich war eine der wenigen. Genau, wir hatten 20 Grad Wassertemperatur. Also teilweise ist es in den Kalang manchmal an Tagen kalt, an manchen Tagen kann man dort wieder schwimmen. Ja. In Cassis haben wir dann eine Bootstour unternommen. Wir haben drei Kalang besucht und am Ende nochmal 40 Minuten eine Schwimmpause eingelegt in einer Bucht, wie in einem Aquarium. Wunderschön. Also eines der schönsten fand ich jetzt auch Kalang Wow. Enwau. Enwau. Enwau oder Enwo. Wunderschön. Also muss man echt gesehen haben. Ja, so, dann Platz zwei. Perle, die Perle von Côte d'Azur. Die Perle an der Côte d'Azur. Meine absolute Lieblingsstadt. Nizza. Ich liebe Nizza über alles. Es ist eine Großstadt. Darf ich zuerst anfangen? Ja. Weil es ist eine Großstadt. Da hast du natürlich auch teilweise Ecken und Kanten, die man lieber nicht besuchen sollte. Wie überall. Wie auch in Berlin, wie auch in Paris, wie auch in London oder Istanbul. Genau das Gleiche. Aber die Altstadt, die Promenade des Anglais. Aber was nicht so viele wissen, hinter der Promenade des Anglais, hinter dem Hügel, da, wo die Straße die Überquerung macht, gibt es den Hafen und ganz viele Restaurants am Hafen, wo die Einheimischen eigentlich sich immer treffen. In der Altstadt. In der Altstadt, nach dem Sonnenuntergang. Leute, Nizza ist einfach traumhaft mit Place Massena, mit der Avenue, habe ich jetzt den Namen vergessen, egal, die Hauptstraße mit den ganzen Einkäufen. Traumhaft. Und das zu jeder Jahreszeit. Wir waren auch mal im März da, also wirklich immer eine sehenswerte, wunderschöne Stadt. Und ich finde, die Farbe vom Meer in Nizza ist einzigartig. Ja. Also wenn man Glück hat und es ist ein sonniger Tag, die Farbe live zu erleben, da bleibt einem wirklich der Atem weg. Wir waren jetzt in dem Urlaub zweimal da. Beim ersten Mal hatten wir trotz Sonne nicht dieses türkisfarbene Farbe. Genau. Azurblau, Entschuldigung. Man nennt es ja nicht umsonst Côte d'Azur. Es kommt von dem Azurblauen. Mhm. Und ja, wie soll ich das sagen? Hier, diese azurblaue Farbe, das Meer, oh, traumhaft. In Verbindung natürlich mit der Promenade, mit den schönen Palmen, mit den schönen mediterranen Gebäuden, Hotels. Traum. Einfach nur ein Traum. Also Nizza, es gibt genügend Parkplätze. Es gibt für jeden Geschmack ein Restaurant, ob das Fastfood ist, ob das französisch, Fischgerichte, ob das Pizza, italienisch. Nizza war ja übrigens bis zum 18. Jahrhundert in italienischer Hand. Und deswegen hat es sich auch geprägt. Also man merkt schon, dass... Das ist mediterran, ne? Ja, nochmal so un po' italiano. Wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine. So. In der Nähe von Nizza, wenn ihr in Nizza sein solltet, gibt es noch ein paar Örtchen. Villefranche-sur-Mer. Ja. Wunderschön. Ja. Und Cap Ferrat ist halt auch sehenswert. Direkt neben Villefranche-sur-Mer. Es wären auch nochmal meine Tipps, was absolut man ansteuern könnte. Absolut. Und auch die Straße, die am Meer entlang führt, zwischen Monaco und Nizza, das muss jeder Autofahrer mal gefahren haben. Leute, du denkst dir, du bist in 60er Jahre Bond-Film. Also aber traumhaft. Aufpassen, zu viele Kurven. Ja. Und ja. Und in den Kurven ist der Grace Kelly damals ums Leben gekommen. So, dann Platz 1. Ja, was meint ihr denn, was Platz 1 ist? Also, eigentlich Platz Nizza. Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Ja, kann man. Da haben wir stundenlang drüber gestritten. Das ist egal. Das kann man jetzt, das ist egal. Aber Platz 1 für uns in diesem Urlaub war Cassis. Cassis. Wunderschön. Ja. Man sagt, dass Cassis die goldene Zeit aus den 60ern Saint-Tropez. Also wer die Zeit in den 60ern aus Saint-Tropez vermisst, der ist heute bei Cassis richtig. Wunderschön. Ein kleines Hafenstädtchen mit einer kleinen Altstadt. Es hat alles, was das Herz begehrt. Genau, es ist nicht so zerstört wie, ich sag mal, wie Saint-Tropez, was jetzt von Millionären irgendwie. Ja, 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 also, ja. Es ist nicht belagert. Es lebt. Es lebt. Es ist, man fühlt sich so pudelwohl. Und mitten am Hafen gibt es einen Parkplatz, der immer belegt war, aber durch unser Elektroauto konnten wir da immer stehen. Genau. Auch wenn die Säulen manchmal defekt waren, haben wir das Auto trotzdem angesteckt und umsonst geparkt. Und ja, aber Cassis. Es ist keine günstige Stadt, muss man sagen. Ja, aber auch nicht so extrem teuer. Aber es ist es wert. Am Hafen in einem Restaurant zum Beispiel haben wir zweimal Menü.
inklusive Vorhauptspeise, Nachspeise, inklusive Getränke, haben wir bezahlt um die 60 Euro. Das war sehr günstig. Also diesem Beispiel würde ich jetzt nicht nehmen. Nee, die anderen waren aber auch nicht viel teurer. Aber ein Kugel Eis 2,60? Ja, eine Kugel Eis am Hafen, aber direkt 2,60. Damit müsst ihr leben, Leute. Und aber hier. Das bezahlt man gerne dann, wenn man genau. da ist. Genau, also überhaupt gar kein Problem. Für dieses Ambiente war es das wert. Wichtig, von Cassis aus am Hafen finden die ganzen Bootstouren statt. Da ist so ein kleiner Kiosk, dort werden die Tickets gekauft. Man kann nicht reservieren vorher, man muss immer täglich dahin und sich anstellen. Dort kann man die Boote buchen. Es gibt Bootstouren für die Kalank ohne Schwimmen ab 17 Euro bis 20 Euro, je nachdem wie viele Kalank man besucht. Es gibt insgesamt 8 übrigens. Oder so wie wir das gemacht haben, pro Mann 30 Euro für eine Bootstour von Cassis aus, 1,5 Stunden 30 Euro pro Mann mit Schwimmen. Das ist das, was wir euch definitiv empfehlen können, Leute. Macht unbedingt. Es. Besucht unbedingt Cassis. Cassis ist, also uns hat es sofort... was? Ja, we was felt in love. Sofort. Aber es war zu voll. Aber trotzdem war es schön. Ne? Trotzdem. Also wir sind voll verliebt in Cassis. Und was wir bereut haben, dass wir nicht direkt in Cassis gebucht haben. Ja. Weil wir wollten unbedingt... etwas buchen, was direkt auch einen privaten Pool hat. Genau. Das hatte Cassis leider nicht. Genau. Deswegen haben wir etwas weiter weg. Genau. Aber es wäre egal gewesen. Wäre egal gewesen. Wir haben es später bereut. Ja, also Leute, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen aufklären. Eine kurze Anmerkung. Vielleicht denken jetzt, oh mein Gott, wie kann es sein, dass Marseille nicht auf dieser Liste ist? Ganz einfach, wir waren noch nicht in Marseille. Richtig, was man nicht gesehen hat, genau. Das kann man schlecht beurteilen, genau. Also Leute. Also wir wollten es, wir haben es aber zeitlich nicht geschafft. Genau, das kommt aber noch. Mit Sicherheit wird uns Marseille auch gefallen, aber da wir jetzt noch nicht dort waren, genau. Haben wir es jetzt auch nicht mit in die Liste. Das war jetzt genau. Nur eine Platzierung von den Städten oder Orten, wo wir schon waren und worüber gefallen. Wir uns ein Urteil bilden konnten. Ja, das war's. Abo nicht vergessen, das wäre super nett. Und einen Daumen nach oben, falls euch unser Kanal gefällt, falls ihr interessiert an Reisen seid, nicht? Vor allen Dingen auch Reisen mit einem Elektroauto. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch später mal ein Elektroauto zuzulegen, dann seid ihr hier beim Darik genau richtig, denn ich teste auch manchmal Elektroautos. Ich teste verschiedene Sachen mit den Elektroautos. Also, wir unternehmen Städtetouren. Also, dieses Video haben wir jetzt extra gemacht, weil normalerweise tut Tarek mehr über Elektroautos berichten und die Kombination hat uns jetzt gezeigt, dass wir auch mittlerweile sehr viele Zuschauer genau. allein für die Reisevideos haben. Richtig. Deswegen haben wir dieses Video extra richtig. Für euch gemacht. Also, jetzt Fernbedienung in der Hand nehmen oder Handy, was auch immer und schön in meinem Kanal durchstöbern. Ich habe alles schön sortiert mit Roadtrips und Reiseberichten oder eventuell auch ein paar Autovideos. Ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzliche Dankeschön. Grüße aus dem verregneten Köln mit Ende Kein August. Kommentar. Ach, ätzend, Leute, ätzend. Bis zum nächsten Reisevideo. Ciao.